Ich bin der Ilja, ich bin einer der Geschäftsführer von Entwicklerheld und auch einer der Gründer. Operativ kümmere ich mich gerade um Sales, aber so wie das im Startup ist, kleines Unternehmen, man muss ab und zu mal die Rollen wechseln. Genau. Entwicklerheld ist eine Coding-Challenge-Plattform. Das heißt, Entwickler und Entwicklerinnen kommen zu uns, um so kleine Programmieraufgaben zu lösen. In der Freizeit, meistens so am Wochenende, so 2-3 Stunden lang. Dafür kriegen sie Coins, sie kriegen Level-Erfahrungen, können sich miteinander vergleichen, messen. Was wir aber eigentlich hinten dran machen, ist Employer-Branding mit Unternehmen. Also so ein Blick hinter die Kulissen. Und das macht Spaß und so funktioniert das. Wir mussten erstmal einen Provider finden, einen Cloud-Provider. Da waren wir bei sehr, sehr vielen. Also wir haben wirklich alles ausprobiert. Ich glaube, die Herausforderung war so ein bisschen eine Infrastruktur auch zu gestalten, die portierbar ist, weil wir wollten uns von Anfang an nicht so ganz festlegen. Ich glaube, so die größten Herausforderungen sind die Startzeit von den VMs zum Beispiel. Also wenn man schnell hochskalieren muss. Das hat dazu geführt, dass wir halt viel auch vorprovisionieren, sage ich mal. Also viele Maschinen starten, damit die Nutzer relativ schnell ihre Umgebung kriegen. Da ist zum Beispiel der Vorteil in der Hetzner Cloud. Da wollen wir mal dahin, dass wir vielleicht sogar wirklich die VMs dynamisch starten, weil das halt so schnell geht. Also ich würde sagen, der Hauptgrund sind die Kosten. Also wir sind wirklich da um Faktor 10, Faktor 12 niedriger als bei den Cloud-Providern, wo wir vorher waren, bei der gleichen Konfiguration, aber auch der Support und dass einfach die Cloud in Deutschland läuft und von einem deutschen Unternehmen betrieben wird. Also die Migration lief eigentlich sehr reibungslos. Es gibt für alles, für alle Tools, die wir benutzen, Terraform, Ansible, gibt es Module. Dadurch ging das relativ schnell. Also wir haben für die ganze Migration, für Produktivdaten, 40.000 Nutzer, haben wir so ungefähr 2 Personenwochen gebraucht. Es werden halt neue Denkprozesse angestoßen. Also wie kann man jetzt die Schnelligkeit zum Beispiel nutzen, um das Produkt zu verbessern und den Nutzern noch mehr Möglichkeiten zu geben? Wie zum Beispiel, dass die VMs halt so schnell starten. Also ich muss jetzt nicht 5 Minuten warten, wenn ich Pech habe, sondern es geht wirklich zwischen 5 und 10 Sekunden. Dann sind diese VMs da für die dynamischen Lasten von unseren Nutzer und Nutzerinnen. Immer wenn jemand etwas entwickelt auf der Plattform, läuft das in der Hetzner Cloud, wird es dynamisch skaliert. So dass jeder halt wirklich immer die Rechenleistung zur Verfügung hat, um so eine Aufgabe zu lösen. Das heißt, wir können auch wirklich so ganz, ganz dynamisch skalieren, also pro Nutzer mal was hochstarten, mal was beenden und haben dadurch halt auch eine starke Kosteneffizienz. Das ist jetzt so geplant. Also das ist so diese Inspiration, die kommt und immer mehr dahin zu gehen, dass wir auch effizient sind. Ist ja auch gut für die Umwelt, sage ich mal. Irgendwie nicht ganz so viel Ressourcen verbrauchen. Natürlich gucken wir auch, wie ressourcensparend wird das gemacht. Wie werden die Serverräume vielleicht gekühlt? Auch bei den, wie gesagt, bei den ARM-Prozessoren. Weil wir haben eigentlich so eine ganz, also so eine Last, die immer so peakweise da ist. Und dann auch pro Nutzer. Und das, so ein ARM-Rechner zum Beispiel hat ja ganz, ganz viele Kerne. Das ist super geeignet für diese Webwelt, für diese Welt, die wir ja auch bedienen. Wir wollen Entwicklerheld ja zu der Plattform für Entwickler und Entwicklerinnen machen. Also auch in Zukunft, ich sag mal, nicht nur für die Leute, die gerne Challenges lösen, sondern die vielleicht auch eher konsumieren, was lesen, mal einen Blogartikel, interessanten Content lesen und wirklich so eine Community-Form und dann immer auch gemeinsam mit Unternehmen, wo man sagt, okay, dass diese Kopplung einfach nicht weggeht. Und auf Unternehmensseite ist eigentlich unser Ziel, Unternehmen mal nach vorne zu stellen, die man vielleicht gar nicht kennt. Aber so eine Hidden Champions rauszukitzeln und die auf der Plattform durch so eine Coding Challenge auch zu präsentieren, das ist eigentlich auch so eine Vision, die uns mal angetrieben hat. Genau, von den Nutzer und Nutzerinnen wollen wir natürlich stark wachsen. Wir wollen eigentlich so schön dynamisch bleiben, agil. Und genau, das ist eigentlich unser Ziel, unsere Vision. Soll Spaß machen.